Wie in einem Wüstenorkan verschlungen wurden irgendwie die Demeteros in der neuen Season. Ich habe wirklich in den paar Kämpfen waren nun doch schon einige, so wenige davon gesehen, wie, keine Ahnung, also fällt mir gerade kein Vergleich ein, aber wieso? Lehmschuss wurde schwächer. Benötigt nämlich immer einen Lehmschuss nun mehr für eine Ladeattacke. Dafür verursacht es mehr Schaden, was eventuell in der Superliga spürbar ist oder so. Aber hier irgendwie einen Schaden mehr, das wird den Kohl nicht fett machen. Nehme ich mal an, außer in diesem einen Matchup und das würde ich eben gerne erleben. Ich glaube, Moment mal, mit welchem Team habe ich Legende erreicht? Ich bilde mir ein, so das war es irgendwie. Aber wenn ich da die Führung gewonnen habe, kam oft Dialga und danach habe ich sofort Demeteros geholt. Na und? Demeteros muss gegen dieses Urform-Dialga leider nochmal dann Energie ausgeben, wenn Dialga Eisenschädel drückt. Na und? Das ist eben schade. Na, schade. Irgendwann hätte ich Wutanfall so auf Gefühl abgefangen, aber das ist garantiert Wutanfall. Doch ich möchte nicht nochmal oder Stahlgestirn. Aber da weiß auf jeden Fall jemand, was mehr Schaden für... Okay, aber ich muss schon sagen, also hier garantiert. Garantiert habe ich hier den erhöhten Schaden gesehen. Aber will man das überhaupt? Es kann manchmal so genial sein, wenn man runterfarmt ohne Ende. Und dann noch mehr Energie hat. Okay. Ich glaube, wir schilden mal. Na genau, weil... Mehr Schaden. Oh, stimmt. Ich muss ja komplett umdenken. Eine Sofortattacke mehr, aber nicht bei der dritten. 6 Sofortattacken, 5 Sofortattacken. Okay, und das besiegt dann schon. Mit den... Uff. Okay. Wir können nur noch hoffen, dass wir einen Gleichstand gewinnen. Schade, drückt nicht. Dann haben wir hier nun verloren. Rennen. Wenn das geschildert wird, gebe ich direkt auf. Okay, Eviltal hinten drin. Aber wirklich, Eviltal. Grüße gehen raus an alle. Mewtwo, Necrozma, Giratina. Lieber. Ich wollte es nicht auf Deutsch, auf Englisch sagen. Lover. Also alle, die sowas im Trio kombinieren. Sehr stark in einem Eviltal-Meta. Genau. Und dieses eine Dialga-Matchup. Weil mit dem erhöhten Schaden... Da kann man dann vielleicht doch runterfarmen. So. Aber wirklich, Demeteros war so häufig eigentlich auch immer in der Führung und überall. Die sind weniger geworden in den paar Kämpfen in der neuen Season. Na, spürbar weniger. Okay. Wie machen wir das? Egal, lassen wir das einfach so. Obwohl. Ja. Lassen wir hier Palkia draufgehen. Bin ich irgendwie ABB schwach mit dem Team? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wirklich gar nicht mehr. Da sollte ich auf Nassschweif gehen können. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und wir suchen noch... Okay, das Dialga-Matchup suchen wir noch. Ja, keine Ahnung. Also hier auch wieder erhöhten Schaden gespürt. Aber genauso die Kaskaden bisschen. Ich bin ja nicht Rihornior. Schon so lange nicht mehr gespielt hier. Okay, sofort ein Schild. Da kam sofort ein Schild. Ah, stimmt, Moment mal. Dieses Matchup ja auch vielleicht. Ich meine, nun wurde geschildert, aber das war immer so ganz knapp, dass Kyogre einmal Wüstenorkan und einmal Steinkante überlebt hat. Vielleicht hätte ich das ja auch irgendwie anders machen sollen, keine Ahnung. Nassschweif habe ich nicht ready, oder? Ne, schade. Habe ich nicht ready. Ne, genau. Dieses Matchup, vielleicht muss dann entweder Kyogre schilden, also schilden. Die werden dann einfach Energie ausgeben. Boah, hier Blizzard finde ich genial. Danke dir dafür. Ich meine, Surfer hätte vermutlich nicht gereicht. Aber das ist schon brutal. Jetzt werde ich von Sandgrab abgeschwächt und bin dann hier drin gefangen. Und weiß nicht, soll ich das schilden, aber der Kampf ist bald vorbei. Aber irgendwie will man nicht Sandgrab schilden, aber ich schilde, weil der Kampf ist bald vorbei. Und so weiter. Aber gut, oder vielleicht hätte ich... Ah, das hätte ich andersrum machen sollen. Okay, so gefällt mir das eigentlich. Moin, Meister.
Moin Mason, hallo Mewtwo. Hallo Mewtwo. Mewtwo, Mewtwo. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Sehr schön. Genau, genau. Welche Matchups waren noch so am Start? Ja, aber Dialga. Dialga durch Ihorneo so weniger. Wirklich spürbar auch weniger Dialga. Das würde ich gerne häufiger sehen. Eine Führung gewinnen, Ho-Oh beispielsweise, und dann kommt ein Dialga rein. Oder was sie auch oft gemacht haben, eine Ho-Oh macht Sturzflug, haut ab und dann Dialga. Und ich habe immer Demeteros reingeholt und eben dadurch, wenn sie ködern, konnte man nicht runterfarmen. Auf der anderen Seite, manchmal hat man so die KP, dass man sich sagt, boah, perfekt, ich bekomme hier noch 7 Sofortattacken durch, vielleicht sogar 8. Aber mit dem erhöhten Schaden vielleicht nicht mehr. Ich bin irgendwie komplett der Lehmschuss-Hater geworden, aber wenn ich die Wahl habe, ich würde sofort wieder zurückgehen, wenn ich ein starkes Demeteros haben möchte. Okay, nicht ganz gepusht, folglich gewinne ich den Gleichstand, folglich sieht er das vielleicht und will abfangen, aber egal, ich riskiere es. Ja, damit muss man rechnen, damit rechnet man auch, aber man kann hier, muss einfach entscheiden. Hier oder da oder trau, so ein Teil sogar. Okay, da kann ich vermutlich sogar auf Finsteraura gehen. Und dann farmen, dass ich mir wieder ein bisschen Energie zurückhole, aber gut abgefangen. Das war offensichtlich, aber passiert nun mal. Boah, ich bin gerade echt schockiert und ihr wisst, worüber ich schockiert bin. Sehr schockiert. Sogar, das ist kein Köder, ich will hier ordentlich farmen. Aber da muss man aufpassen. Der kann hier bald rausgehen und macht dann Sachen. Nämlich so richtig nervige Sachen. Boah, aber ich sehe hier gerade, ich hoffe, das geht nicht in die Hose. Vom Gefühl her, das kann in die Hose gehen. Ich glaube, ich muss Energie ausgeben. Bitte mach mich nicht fertig, okay. Da macht er den Kombi-Move, ja. Der war auf jeden Fall zu erwarten. Und ich hätte auch versuchen sollen abzufangen. Das wäre so gut gewesen. Das wäre doch so gut gewesen. Eieieiei, wieso habe ich das nicht getan? Ich weiß es nicht. Ich habe doch gesagt, er kann bei einer Fee abfangen. Und was macht er? Fängt bei einer Fee ab. Wenn nicht Florges reinkommt, gehe ich in Palkia, glaube ich. Oder? Kommt Florges rein? Ah, machen wir doch nicht. So. Aber war vielleicht doof. Nein, ich hätte den Palkia. Wieso habe ich nicht das getan, was ich gesagt habe? Da spiele ich gerade komplett schlecht. Da spiele ich gerade wirklich komplett schlecht. Einfach im Palkia hätte ich Kraftkoloss. Okay. Das geht natürlich auch klar. Das ist der Nachteil, wenn man hier... Ich glaube, Florges hat Energie, also ich muss sie ausgeben. Das ist der Nachteil, wenn man keine Attacke zum Ködern hat hier. Deshalb Kraftkoloss wäre mir eigentlich auch lieber. Aber... Schade, kein Fast Move Denial geschafft. Muss ich nochmal das Wallower Tutorial anschauen. So, aber... Ja, irgendwie mit Breitseite werde ich nicht ganz so warm. Gut. Ich habe bei Necrozma auf jeden Fall eine Attacke bereit. Nochmal Kraftkoloss, weil vorhin ging das ja schon mal so gut. Den Kampf hätte ich nicht gewinnen sollen. Das war... Da sind ja so viele Dinge passiert. Schön bei Florges abgefangen, muss man schon sagen. Aber gut. Gut, gut, gut. Rihornio, genau. Und durch diese Rihornio... Wie weiß er, dass ich noch 3 Millionen Pokémon habe und hier nur Kraftkoloss und so weiter? Ey, wirklich. Rihornio hat es endlich geschafft. Ich habe schon so oft versucht, schon damals, wo einmal Lehmschelle stärker wurde, ein bisschen mit Rihornio. Und ja, es war schon fein, aber wegen Eisenschädel muss man hier immer schilden und kann dann dennoch teilweise nicht irgendwie ganz runterfarmen. Aber nun schon, komplette KP, ohne dass man Energie ausgibt, wenn man einmal schildert. Kann man machen. Oder mit Kraftkoloss könnte man Energie ausgeben, den Gegner besiegen, bevor man überhaupt mal schilden muss. Mit Breitseite natürlich nicht. Genau. Vielleicht, wisst ihr, was ein Moveset wäre? Felswerfer Erdbeben. Ich glaube, das kann man auch mal versuchen. Ey, da traut sich noch jemand. Demeteros, was ist denn da los? Der ist ja wild. Der ist ja wirklich wild. Sowas hier.
Oh, endlich mal, endlich mal. So, und noch das richtige Dialga. Boah, wie lange man hier drücken muss für Wüstenorkan, da muss ich mir ja mal einen Tag freinehmen. Sollen das? Das ist ja heftig. Okay. Mal schauen, auf welche Attacke er drückt. Ja, okay. Gut. Gut. Das ist zu viel Schaden. Das ist viel zu viel Schaden, weil seht, ich muss hier schilden. Oh, Draco sogar. Ich muss hier nun schilden. Na und... Ja, versteht ihr, was ich meine? Und ich hatte relativ wenig Farm. Wenn man hier Draco schildet, hätte ich noch viel, viel, viel mehr farmen können eigentlich. Mit weniger Lebensschussschaden. Das ist schon... Ah, ich wollte nur eine machen. Ich wollte nur eine machen. Palkia, eine. Manchmal bleiben die Pokémon da so lange stehen. Das war natürlich kompletter Quatsch. Ich wollte bitte nur eine machen. Und dann direkt in Demeteros. Dann wäre dieses Problem entweder weg gewesen oder... Ja. Boah, wenn Nuzstrife noch in Demeteros gelandet wäre, hätte ich den Kampf schon gewonnen. Aber nun haben wir Probleme. Nämlich riesige Probleme. Eieieiei. Ganz große Probleme. Aber nein, ich bin wirklich. Der erhöhte Schaden, der ist im Dialga-Matchup ein Nachteil irgendwie sogar. Einfach nur ein Nachteil. Ja, das war Quatsch. Das werde ich nun noch verlieren. Kann ich euch sagen. Okay, das hingegen... Hat mir weitergeholfen, den Undercharge habe ich nicht ganz so verstanden, sage ich ehrlich. Aber Energie aus... Naja, hat mir nicht weitergeholfen. Energie ausgeben macht keinen Sinn mehr, glaube ich. Glaube ich. Lassen wir mal durch. Und... Der geht wirklich auf die Steinkante. Der geht wirklich über die Steinkante. Auf die Steinkante. Boah, wie viele Feuer, oder? Beruhigst dich mal, ich wollte nur drücken. Das war brutal. Das war wirklich, das war brutal. Bestimmt hat nur noch ein Feuer, oder? Das war echt brutal. Da hat man gesehen, wie sich links oben alles gedreht hat und das Spiel. Nö. Was war denn da los? Das war ja ganz brutal. Er macht schon drei Feuer und dann während ich noch schlafe. Aber das ist nicht überraschend gerade. Beruhigen wir uns wieder, das ist ganz normal. Eigentlich funktioniert es bei mir gerade noch verhältnismäßig sehr gut, was ich da teilweise sehe und höre. Wow, er geht ja komplett zur Sache. Aber das war genial. Bunkert man sich zwei Attacken, ich weiß, ein Feuer oder sollte er rein theoretisch und so weiter. Eigentlich sollte er nicht ankommen, aber er kommt bei Österreich an. Aber das war kein Feuerodem. Ich hatte doch noch mehr KP als ein Feuerodem. Wollte mich auf den Arm nehmen. Das war interessant. Da hätte ich auch einfach Feuerodem versuchen können. Na, aber gut. Spiel top programmiert. Muss man schon sagen. Genau, das lassen wir durch. Sonst schilden wir und werden weggesniped oder irgendwie solche Geschichten. So, Moment, der braucht immer 4 und dann 3 und danach wieder 4. Und dann auch hier wieder. Nun erreichen wir das im Gleichstand. So hätte ich schön eins davor erreicht. Okay, ein Mammutl. Mit einem stärkenden Pferd. 7, weil habe ich so langsam gewechselt anscheinend. Mit einem stärkenden Pferd sind wir hier schon am Start. Und ich glaube eigentlich, da wird ja schon... Der hat auf Lawine gedrückt. Das war gerade ein Gleichstand mit Lawine, oder? Da wird eigentlich auch schon fast die Finsteraura erreichen. Aber, okay, so machen wir den hier. Machen wir den. Und dann machen wir den. Denke ich mal. Und habt ihr gesehen, wie lange es jetzt hier gedauert hat mit den Sofortattacken? Davor bei Palkia kamen auf einmal gleich zwei Feuerodem. Uff. Na gut, ich... Kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand Kraftkoloss hat. Wenn er Felswerfer drückt, dann sei es drum. Sehr gut. Oh, Hilfe, Doppel-Eis oder so. Hilfe.
Mal schauen, ob hier vielleicht der Lebensschussschaden hilft. Eine Steinkante und Sofortattacken. Komm schon. Okay. Eventuell war das hier der obwohl Kyurem 3900? Wie viel hat ein Kyurem üblicherweise? Da war bestimmt eine 4 vorne. 4000 irgendwas, oder? Entweder schlechte WP, also schlechte IV, oder nicht komplett gepusht. So, aber alle WP dieser Welt helfen euch nicht weiter, wenn ihr mit 100 Energie dann runtergefarmt werdet, weil ihr irgendwie die Ladetacke nicht rausbekommt, weil das Spiel noch überlegen muss. So. Nö, es ist wirklich genau so, wie ich es mir dachte. Also, man kann es noch verwenden, je nach Spielstil, je nach Team und so weiter, aber mein Stil ist es gerne, runterzufarmen, Sachen zu machen, lieber ein Matchup, die Führung zum Beispiel zu verlieren und dann farmt man mit so vielen Sofortattacken runter bei Demeteros oder was auch immer. Aber das ist eher ein Schuss in den Ofen, finde ich. Auch bei Dialga, da konnte man ja gar nicht farmen und schilden muss ich sowieso. Okay. Und ihr glaubt, der echte Algorithmus existiert nicht. Leute, den gibt es sogar in einem Free-to-Play-Team. Auch da wird man auseinandergenommen. Okay, das ist schon fatal. Natürlich hat dieses Gyarados vermutlich... Na, sag schon. Hätte ich rausbekommen mit... Aber egal. Ja, wir wohnen in Österreich. So, Wutanfall, das wäre nun echt genial. Ein Wutanfall wäre top. Und auch hier, wie genau hat mir der erhöhte Lebensschussschaden weitergeholfen? Null. Aber ich habe die Steinkante nicht mehr erreicht. Stimmt, und gegen Ho-Oh auch viel schlechter. Eieiei, weil... Ja, toll. Erhöhter Schaden von Sofortattacken gegen ein Flug-Pokémon. Okay, Feuer, aber macht dennoch keinen Schaden. Gut. Gut, gut, gut. Das ist schon ein bisschen... Nö, wirklich. Lehmschuss hat Demeteros schwächer gemacht. Es war schon von Haus aus so ultra stark. Boah, der Kampf ist bald vorbei. Ich will nicht chillen, aber ich will eigentlich... Was soll ich? So. Ja, genau. Und gewollte Abschwächung. Bro. Leute, helft mir. Befreit mich von diesem Content-Creator-Account. Okay, das war weniger Schaden, als ich dachte, muss ich sagen. Das war wirklich weniger Schaden, als ich dachte. Befreit mich von dem geboosteten Content-Creator-Account. Der bei jeder Mondgewalt eine Abschwächung bekommt. Bitte helft mir. Ich will nicht mehr geboostet sein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht will ich hier geboostet sein. Was? Felinara vorne, Togekiss hinten? Leute? Leute? Da war Feli... Da war doch Felinara vorne, der Togekiss, der war doch... Okay. Leute? Leute? Der Algorithmus existiert und ihr glaubt, es gibt ihn nicht. Leute, es gibt ihn. Es gibt ihn. Felinara vorne, Togekiss hinten. Sowas spielt man ja normal nicht. Das war ein Bot. Ein Team vom Algorithmus erstellt, dass man mich kontern kann, weil Togekiss ist natürlich hart Konter gegen eine Crossman hinten, muss man wissen. Okay, das war brutal. Das war wirklich brutal, aber einfach, der hat Free-to-Play und nicht Pay-to-Win. Der muss irgendwie das Meta kontern. Und genau das hat er gemacht. Wie schnell die Kämpfe echt immer starten. So, ich bin noch im Ladebildschirm und für den Gegner tickt eigentlich der Konter schon längst runter. Das ist ja wild. Hier würde ich empfehlen, macht einfach eine Drachenroute. Nassschweif verursacht weniger Schaden als eine Drachenroute. Einfach die Drachenroute. Und fertig. Wirklich. Mehr muss man nicht tun. Und hier hoffe ich sogar auf einen Schild, weil ich will nicht, dass er mit irgendwas runterfarmt. Da würde ich dann sogar, yo, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Beispielsweise könnte ich Demeteros rein einmal Schilden runterfarmen, aber ich habe nun weniger Farm. Weniger Farm, weniger Farm. Und dafür lohnt sich das nicht. Stellt euch vor, Mewtwo, Psychoklinge. Ein Schaden mehr, dafür weniger Energiegenerierung.
Es wäre der Todesstoß für Mewtwo, also wirklich komplett, kann ich euch direkt garantieren. Nö, ich bin ja nun schwächer. Florges, okay. Ich glaube, also wenn ich gewinne, brauche ich eine Crossma nicht mehr. Wenn, sollte ich. Aber wo sind denn die Dialga, wirklich? Die sind komplett verschwunden. Diese Dialga, ich überblick nur gerade. Oder beide Schilde für so eine Crossma oder so aufheben. Oh, what, hier ein Köder? Bin ich froh, dass ich nicht geschildert habe. Alter Schwede. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das hätte ich ja wirklich nicht gedacht. Aber nun schilde ich die nochmal abgeschwächte Attacke. Ja, egal. Gut, bekommst du ein Schild von mir. Aber Säuselstimme war schon wild. Na, ich spüre schon, wie mir so viele Sofortattacken fehlen. So viele Sachen fehlen hier. Und weil man sieht die Animation nicht wirklich. Ich wusste nur nicht, in welchem Timing wir sind. Das ist genial. Das ist genial. So, ich muss nun eine rüber transferieren, dann erreiche ich vielleicht noch Wüstenorkan oder so. Nein, das war auch Quatsch. Alter Schwede. Was ist wirklich mit Einäschern passiert? Kann mir das jemand erklären? Einäschern, geht es dir gut? Ich denke, dir geht es nicht mehr so gut. So, das schaffen wir noch. Kann er danach schon bei Florges abfangen? Oder zwei werden sowieso nicht reichen, oder? Eieieiei. Werden sie wahrscheinlich nicht. Oder? So, helft mir doch. Lebensschuss, erhöhter Schaden, oder? Nur dadurch. Nur durch den erhöhten Lebensschussschaden. Okay, vielleicht wirklich. Ah, nein, aber Demeteros wurde eben so overpowered, dadurch, dass es so eine Attacke spammen kann ohne Ende. Da hat man ihm den Energiehahn abgedreht. Komplett abgedreht. Und klar, ich sag's ja 100 Mal. Demeteros war overpowered. Nun ist es nicht mehr so. Aber ja, genau da, das ist ja mein Punkt. Lebensschuss wurde schwächer. Bei allen anderen Attacken, da muss man ja nicht argumentieren, die entweder nur eine Verbesserung oder nur eine Verschlechterung erhalten haben. Da weiß man, die wurden schwächer oder stärker. Lebensschuss war eben so mehr Schaden, weniger Energie. Vielleicht unterm Strich kommt es aufs Gleiche raus. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Mewtwo. Wann wird sie drücken? Wenn nicht bei 5? Dann werden wir vielleicht abfangen versuchen. Okay, das war ein Fehler. Das war ein riesiger Fehler. Das war, wann hättest du drücken wollen? Du hättest mir sogar Nassschweif gegeben. Naiaiaiaiai. Okay, das war ein riesiger Fehler. Und dann Groudon, natürlich. Bitte drück im Gleichstand mit mir. Nein, die drückt nicht. Was bist du für eine? Wieso drückst du nie? Ja, davon werde ich mich nicht mehr holen können. Ja, klar. Natürlich. Boah, die gönnt sich mehr Energie, als eigentlich erlaubt wäre. Ja, und gegen Mewtwo auch viel schlechter mit Demeteros. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich hier mit reinkomme, habe ich eigentlich auch direkt verloren, weil ich die Abgrundsklinge schilden muss, aber wenn ich nicht hier mit reinkomme. Okay, komm schon. Nein. Das war nur auf random. Vielleicht hatte sie nicht mal die Abgrundsklingenenergie. Oh, war doch abgefangen. Okay, nehmen wir. Und Gleichstand. Hätte ich schon davor eins gehabt eigentlich, aber nun nicht, weil ja. Und Schild macht auch keinen Sinn, weil sie wieder die Attacke vor mir erreicht. Nein, sorry, Demeteros. Geh schlafen. Ne, geh einfach nur schlafen. Das ist ein kleiner Unterschied für die Menschheit, ein großer Unterschied für dich hier. Das ist dich, du wurdest komplett auseinandergenommen. Wenn alle anderen Pokémon noch immer ihre Attacken nach 5 erreichen und wir nach 6 Sofortattacken, dann kann ich euch nicht mehr weiterhelfen. Bitte Kyogre hinten, komm schon. Kyogre. Das ist kein Kyogre. Ich hätte einfach nur so ausspielen sollen. Direkt gewonnen, wenn ich genauso wie der Algorithmus den Kampf vorgeschlagen hat. Mewtwo gegen Palkia.
Eine Cross mal gegen Dingenskirchen. Oder hinten drin wäre es völlig egal gewesen. Das hätte ich gehabt. Nur dieser Abfangversuch. Der war so verlockend. Nein, sorry, Demeteros. Ich verstehe, wieso dich kaum noch jemand spielt. So, okay. Dem fehlen aber so einige WP. Mache ich nochmal den Fehler? Na klar, ich habe direkt nochmal Bock drauf. Wir machen es nochmal, weil es so schön war. Okay. Aber mit so einem Levelunterschied kann man immerhin dann nicht schilden und runterfarmen. Sondern man opfert sich einfach. Na und? Da traut es sich noch jemand, Demeteros zu verwenden. Ich fühle dich. Vor allem mit 400 WP weniger. Da fühle ich dich auch. So, schilden wir mal. Oder? Na genau, wichtig und richtig. Dass ich hier geschildert habe, das war sehr wichtig. Nun wird er schilden. Denn er hat studiert. Und, buja, nein, immerhin. Na, dann geht das klar. Dann geht das klar. Eieieiei. Was soll das hier? Wieso tust du mir sowas an? Mach nochmal. Nein, mach da nicht. Mach da einfach nicht. Die Alga hinten vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Dann sieht es mit meinem Necrozma eigentlich noch gut aus. Okay. Nein. Wir schwächen dich ab. Einfach weil ich will. Das ist aber irgendwie Quatsch gewesen. Sofort den Necrozma rüber und ich hätte schon gewonnen gehabt. Nun müssen wir noch schauen. Wir sind nämlich in einer anderen Welt angekommen. Wir sind nicht mehr in der Welt, wo... Ja, wo man 1, 2, 3, 4, 5 und dann Wüstenorkan hat. Sondern das dauert schon ein bisschen. Nein! Farm doch nicht auch noch! Was soll das? So, keine Energie mehr ausgeben. Okay, Moment, eine Crossma. Okay, ah, okay. Ah, okay. Okay. Das war so ein bisschen... Ah, okay. Okay, okay, kommt schon alles noch. Keine Sorge. Die Attacken, die werden rückwirkend auch noch geliefert. Verstehe. Ja, heute ein bisschen wieder drunter und drüber. Ja, so richtig. Folglich auch. Irgendwie, dieses Team wird dann nicht mehr, also funktioniert nicht mehr, ganz klare Nummer. Das geht überhaupt nicht mehr klar. Allein wie viele und Steinker, wie viele Kämpfe da. Es war ein Kampf, wo man sagen kann, und den hätte ich auch ohne gewonnen, ohne erhöhtem Lebensschussschaden, gegen dieses Kyurem. Aber ich glaube sogar, Kyurem war nicht mal komplett gelevelt, folglich hätte das dort auch das Matchup nicht entschieden. Gyarados, okay, welche Sofortattacke? Natürlich diese hier, folglich haben wir Probleme. Nämlich riesige Probleme haben wir. Immerhin bekommen wir eine Dunkelklaue geschenkt. Die hilft mir vielleicht weiter, aber ich weiß auch noch nicht so wirklich, inwiefern die weiterhilft. Oh ja, genau. Man sieht die Sofortattacke nicht. Es ist genial. Soll ich dann auch einfach die Augen schließen und nach Gefühl? Weil man kann ja so ein bisschen einfach mitzählen. Und dann der Rest macht sich schon von alleine. Das ist wirklich top. Das ist wirklich top, top, top. Top gemacht, da wird es nie langweilig in der Go-Kampfliga, muss ich euch sagen. Sogar ein Schild bekommen, okay, ja, das war natürlich... Wieso warte ich überhaupt? Wieso warte ich überhaupt? Also, ja, da hat man ein Ho-Oh hinten gegen eine Crossma und hat schon wirklich alles hergeschenkt. Aber finde ich gut. Das nehmen wir natürlich. So, ich würde aber sogar fast schilden. Na, hoffen wir auf Läuterfeuer. Vielleicht... Nö, das war nicht Läuterfeuer. Achtung, aber das sollte hoffentlich schon Steinkantenreichweite sein. Aber, boah, ich fühle mich wirklich, als würde ich hier auf Hyperstrahl oder so aufbauen mit, keine Ahnung, welcher Attacke, mit irgendeiner Attacke, die gar keine Energie generiert. Ich brauche ein kleines bisschen Restenergie gegen Ho-Oh, weil bis ich dann eine Steinkante erreicht habe, das ist ja wild. Dreifach Flug vielleicht, irgendwie so in der Art. Würde ich schon fühlen hier. Definitiv. Eieiei, das ist so tragisch. Diese Energiegenerierung ist so tragisch, Leute. Helft mir doch. Na, so helft mir doch irgendjemand. Irgendjemand muss mir weiterhelfen.
Okay, das machen wir und nun haben wir kein Schild mehr und ein halbes Pokémon. Was ist halb? Ein Viertel? Was ist das hier? Was soll denn das? Eieiei, wieder von so einem nicht-legendären Team verdichtet worden, aber komplett. So richtig komplett. Habe ich hier irgendwas? Ready? Nein, natürlich nicht. Oh. Sorry, Demeteros, du bist es nicht mehr. Du bist es auf keinen Fall mehr. Das ist ja brutal. Nö, also wirklich, Demeteros kann man noch verwenden, aber wenn man es von früher gewohnt war, dann weint man schon innerlich ein kleines Tränchen. Und ich hoffe, ihr habt es nicht in der vorherigen Season genau gepusht, weil das war genau bevor es schwächer wurde. Na gut. Demeteros kann nicht mal im unteren Punktebereich irgendwas. Ich bedanke mich, oder ich kann nicht im unteren Punktebereich irgendwas. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen.